Hier im Weißen Haus wird der Präsident heute erstmals kundtun, was dieser Krieg die Amerikaner kosten wird. Es geht dabei nicht um Menschenleben, sondern um Dollar. 70 bis 90 Milliarden sollen es sein. Das wird er nachher führenden Kongressabgeordneten mitteilen. Damit können zumindest die ersten Wochen des Krieges bezahlt werden. Heute bekommt der Krieg ein Preisschild. Bisher hatte sich der Präsident immer geweigert, auch nur eine Schätzung der Summe abzugeben. Doch nun muss alles ganz schnell gehen. Solange die Proteste hier noch kontrollierbar sind und die Amerikaner mehrheitlich hinter ihrem Präsidenten stehen, soll der Kongress über das Dollarpaket abstimmen. Angesichts militärischer Rückschläge hat der britische Verteidigungsminister Hoon klargestellt, dass der Krieg länger dauern werde als nur einige Tage. Bislang verlaufe der Vormarsch aber nach Plan, sagte Hoon im Widerspruch zu anderen Berichten. Nach den Todesfällen bei Hubschrauberabstürzen gab London heute bekannt, dass ein britischer Soldat im Kampf getötet wurde. Tony Blairs Verkaufstalente werden auf immer härtere Proben gestellt. Der britische Premier unterwegs zum Parlament am Vormittag. Zum ersten Mal seit Kriegsbeginn wollte Blair vor die Abgeordneten treten. Seine Botschaft, es laufe alles nach Plan im Irak, aber es gebe hier und da Widerstandsnester. Es gibt natürlich Schwierigkeiten. Wir müssen Tragödien beklagen, Unglücke und Verluste. Doch das liegt in der Natur des Krieges, so wie es in der Natur heutiger Fernsehberichterstattung liegt, dass Menschen Schmerzen und Blut in schockierender Weise zu sehen bekommen. Blair bereitete seine Landsleute auf noch härtere Kämpfe vor, je mehr sich die Bodentruppen Bagdad näherten. Bald stoßen sie auf die Medina-Division von Saddams republikanischer Garde. Das wird ein entscheidender Moment sein. Moralischer Beistand von der Majestät. Ankunft der Queen am Marinestützpunkt Plymouth in Südengland am Nachmittag. Sie besuchte Angehörige der 3. Kommandobrigade, jene, die am Freitag beim Absturz eines Militärhubschraubers über Kuwait 8 Soldaten verlor. Die Bundesregierung sieht zurzeit keinen Anlass, die deutschen Soldaten von den Airwax-Flügen über der Türkei abzuziehen. Ankara habe seine Militärpräsenz im Nordirak nicht verändert, hieß es nach Beratungen des Sicherheitskabinetts in Berlin. Zuvor hatte die Türkei auch im NATO-Rat versichert, sie plane keine Invasion ins Nachbarland. Warnungen der Opposition vor einem Alleingang bei der Entscheidung über die Airwax-Einsätze wies die Regierung scharf zurück. Man bemühe sich um eine einvernehmliche Haltung in der NATO.